In diesem Video erkläre ich euch die Grundlagen von Survival Models, also Zeitdauermodelle oder auch Cox-Modell genannt. Zuerst laden wir einige Pakete, unter anderem Tidyverse, um mit Daten arbeiten zu können. Dann TextRack, Survival und SurfMiner. Dann holen wir die Daten, den Datensatz aus Survival, wo es um Leute gibt, die Krebs haben. Dann da tun wir noch Gender. Statt 1 und 2 wollen wir Male und Female. Sollen wir nachher einen Datensatz so anschauen. Ja, das ist die Zeit, der Status, ob sie überlebt haben oder nicht und das Alter. Das Geschlecht, das haben wir hier rekordiert. Und dann noch einige weitere Variablen. Dann schätzen wir ein Cox-Modell, machen wir mit Cox pH. Dann brauchen wir die Funktion surf, dann zuerst die Zeit und dann den Status, was binär ist. Das ist die abhängige Variable und dann die unabhängige Variable haben wir jetzt in dem Fall einfach Alter und Geschlecht. Wenn wir uns das nachher anschauen, dann kriegen wir Alter ist nicht signifikant, wenn wir das gängige 0,05 Alpha-Wert nehmen. Dann Gender Male hingegen ist signifikant, 0,51, 0,00218. Also hat ein Alpha-Wert von kleiner als der Alpha-Wert von 0,05, der P-Wert ist darunter. Nun ein positives Beta bedeutet, dass der Hazard, dass das Todesrisiko höher ist. Das heißt, Männer haben ein höheres Todesrisiko als Frauen. Dann können wir mit ggSurfplot können wir mit SurfFit und Data können wir das Ganze grafisch darstellen. Sehen wir hier die Zeit, wie lange die Leute überleben. Jetzt noch ohne unabhängige Variable wollen wir eine Grafik, wo wir zum Beispiel zwischen dem Geschlecht unterscheiden können. Da müssen wir zuerst die Daten vorbereiten. Das machen wir, indem wir einen Datensatz DFGender kreieren und DFCancer, dann grouped by gender und dann summarize age gleich minus. Jeweils den Durchschnittswert des Alters für beide Geschlechter. Wenn wir uns den nachher anschauen, sehen wir hier, wir für Male und Female jeweils das Durchschnittsalter. Und dann machen wir fit, surf fit, ist Model Cox, also das Modell, das wir oben geschätzt haben. Dann new data, der neue Datensatz. Also es ist quasi surf fit, ist vergleichbar mit Predict von BASAR für die meisten Modelle. Die hat hier einfach mit SurfFit gemacht. Dementsprechend kriegen wir dann die entsprechenden Zurück-Modell. Ist aber ein SurfFit-Objekt, das können wir mit ggSurfplot, sind im gleichen wie oben, können wir jetzt das Fit angeben. Das, was wir hier schon gemacht haben, jetzt einfach mit NewData. Dann confInt gleich true, also wir wollen Konfidenzintervalle. Legion.labels gleich female male und ggTheme fee-minimal und data gleich dfgender. Jetzt kriegen wir die Daten einmal für Frauen und einmal für Männer zurück. Sehen, dass Frauen eine höhere Überlebenschance haben beim entsprechenden Krebs. Ist nicht genau, was für ein Krebs ist, könnt ihr wahrscheinlich in der Dokumentation nachschauen des Pakets. Spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, dass es nur darum geht zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Kriegen wir das entsprechend zurück. Auch das funktioniert. Also man kann sowohl TextRack als auch Stargazer verwenden. Hier TypeText und ScreenRack. Natürlich in einer richtigen Arbeit würde man dann TextRack hier verwenden, um LaTeX-Code zu kriegen oder HTML-Rack, was eine Website respektive ein Word-Dokument machen will. Und hier Type gleich entweder weglassen, dann kriegt man LaTeX-Code oder Type gleich HTML, wenn man HTML-Code will. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich, um die Grundidee von Survival-Modells zu verstehen und wie man die genau schätzen kann und interpretieren. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dort alle auswählen, dann kriegst du jede Woche, wenn ich ein neues Video hochlade, eine Erinnerung von YouTube.
Falls du Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben.